die Zeitschleife. Die Zeitschleife sorgt dafür, dass die Einheiten um 20% schneller produziert werden können. Das gibt ihm natürlich den Vorteil, dass er sehr, sehr früh im Spiel schon seine Sonden in einer sehr, sehr hohen Anzahl gucken kann. Und je mehr Sonden man hat, umso höher ist auch das Einkommen. Und dementsprechend ist das eine Fähigkeit von dem Nexus, den die Spieler auch im Verlauf des Spiels immer wieder nutzen. Gerade die Protoss natürlich. Die Terraner haben auf ihrer Seite ebenfalls eine Möglichkeit, schneller Einkommen zu generieren. Die werden wir gleich sehen. Und zwar wird das die Satellitenzentrale und die Nullis sein. Weiter, also jetzt mit der ersten Sonde in der Basis von Schmeller, guckt sich jetzt alles ganz gemütlich an, sagt ihm ein WGF Hallo, da gibt es schon erste kleine Auseinandersetzung, das sah schon nach dem ersten, ja, vorsichtigen Versuch aus, den Gegner hier ein bisschen zu nerven. Das ist natürlich immer auch wieder ein sehr, sehr probates Mittel, um sich seinen Gegner temporär vom Leib zu halten. Man geht ihm einfach so lange auf den Sack, bis der selber keinen Bock mehr hat. Also das sind jetzt sozusagen die Sachen, die es dann schwer machen. Das ist das sogenannte Harassment, das bedeutet das konsequente Stören des anderen Spielers, damit er gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich ins Spiel zu kommen. Ja, jetzt sehen wir hier bereits die Satellitenzentrale und hier das kleine gelbe Apparatchen, das ist die Nulli und die kann einfach mehr Mineralien schleppen als die kleinen Arbeiter und dementsprechend auch dann das Einkommen ein bisschen temporär. Wir beginnen mit dem Dorftoten, um Einheiten der Protoss auf das Schlachtfeld zu holen. Dann geht es weiter mit dem Kybernetiker in die nächsthöhere Stufe der Einheit produzieren zu können, in diesem Fall Hetzer. Und die sind dann natürlich besonders effektiv. Es gibt bei vielen Einheiten, und das ist das, was StarCraft so spannend macht, meiner Meinung nach, ein sogenanntes Steinschere-Papier-Prinzip. Es gibt Einheiten, die besonders schwach oder eben besonders effektiv gegen andere Einheiten sind. Und da ist es dann wieder wichtig, und da werden wir wieder beim Scouten, herauszufinden, was der Gegner braucht, um sich denn darauf einstellen zu können. Ja, dieses Mal hat sich Whitewar nicht dafür entschieden, frühzeitig mit seinem ersten Herz Druck zu machen. Stattdessen scoutet er selber einmal, will möglicherweise herausfinden, ob Strelon irgendwo auf der Karte was versteckt hat. Das sogenannte versteckte Gebäude, ein Hidden Tank, wie es so schön heißt, der einfach dann das sehr, sehr schwer macht, herauszufinden, was der Gegner spielt. Und da muss man den Beobachter an den Start bringen und dann wird es natürlich auch knapp. Beziehungsweise da muss man schnell reagieren, das ist ganz wichtig. Und hier sieht man mal die Diebe zum Detail bei Schneller. Der nutzt wirklich alle Möglichkeiten, repariert auch nur schwach angeschlagene Einheiten sofort wieder, um dann dementsprechend auch keinen Nachteil zu generieren. Denn nur eine lebende Einheit ist eine Einheit, die Schaden machen kann. Und darum geht es hier, denn ja, man kann seinen Gegner zwar nerven, aber so viel nerven, dass er einfach auf ein Spiel geht, ohne Schaden zu machen, wird nicht stattfinden. Gerade weil diese beiden natürlich neben ihrer Fairness und ihrer Einstellung zum Thema Sportlichkeit in diesem Spiel sehr, sehr positiv sind, sind sie natürlich knallhart und verbissen und wollen auch den Sieg. Das ist natürlich auch wichtig für Spieler, den Fokus da zu haben, um hier sozusagen den nötigen Killerinstinkt mitzubringen. Einfach mal Druck zu machen mit den Einheiten, einfach mal zu stressen. Das findet dann immer statt in den Situationen, wo gut gescoutet wurde. Der Beobachter macht hier, leistet ganze Arbeit. Er sieht im Prinzip alles, was Strelok aktuell in seiner Basis hat. Und hier ganz wichtige Informationen, da guckt er lieber nochmal zweimal hin. Oh, drei Banshees, okay. Der baut also jetzt konsequent weiter Banshees. Und da bringt Strelok auch noch zusätzlich den Raven. Der Raven, ebenfalls eine Flugeinheit der Terraner. Die hat allerdings eine Besonderheit, die ist ein Detektor. Sprich, die ist genau das gleiche wie der Beobachter für die Protoss, nur dass sie nicht unsichtbar ist, sondern noch ein paar Zusatzfähigkeiten hat.